So Leute, ich habe es dann auch endlich mal geschafft. Ich bin zu Hause und endlich kann ich anfangen, für euch die Videos zu machen. Erstens, was die Aufgaben betrifft und was den neuen Patch betrifft. Ich habe selber noch nicht viel gesehen. Ihr seht, ich bin auch noch gar nicht eingeloggt. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein und gucken mal, ob wir auch eventuell irgendwas Neues bekommen. Aha. Aha. Was für 60 Materialien nur? Wow, das ist wenig. Das habe ich schon mitbekommen. So, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich sage ja, ich benutze die Werkbänke. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also, wenn ich eine sehe, ich gucke auf meine Materialien, ich benutze sie schon. Ärgere mich zwar manchmal, weil ich dann die Materialien eingesetzt habe. Und dann kurze Zeit später dann dieselbe Waffe nochmal finden in der Kiste. Karma ist da. So, was haben wir noch Neues? LTM, Blitzschnellmodus, Duos. Das ist auch nicht schlecht. Es sind halt mal wieder schöne Spiele. Dann Outfit Unterdrücker, bla bla bla. Ew. Was sonst noch? Sonst haben wir nichts bekommen. Okay. Dann gehe ich kurz selber darauf ein. Also, wir haben viel erwartet. Bekommen haben wir nicht wirklich viel. Aber ich muss auch sagen, der Patch war auch nicht so groß. Ich denke mal einfach nur, dass das ein kleiner Vorpatch war für Season 2. Also wir dürfen da auch nicht zu viel erwarten, ganz ehrlich. Denn wir gucken einfach mal gerade. Ja, es kommen auf jeden Fall nochmal Aufgaben. Acht ist der Achtball. Oha, der sieht natürlich nice aus. Aber wie gesagt, was die Aufgaben betrifft, da setze ich mich natürlich gleich für euch hin. Macht euch da mal keine Gedanken, das bekommen wir definitiv hin. Den Skin will ich heute auf jeden Fall noch haben. Wir müssen halt einfach mal gucken, wie lange ich für das Ganze brauche, weil ich habe wirklich für heute so einiges geplant, was Fortnite betrifft. Ich muss halt auch gucken, wie lange ich für die Aufgaben brauche. Dann kurze Info an alle, die jetzt vielleicht so einiges noch nicht mitbekommen haben. Heute Morgen im Shop-Video habe ich ja die Skin-Verlosung angekündigt. Mit dem Video, wie bekomme ich verschenke einen kostenlosen legendären Skin. Was ihr dafür machen müsst, einfach in der Videobeschreibung das Video nochmal angucken, euren Epic-Namen eintragen und das Video von mir aus in Dauerschleife gucken. Weil mein Ziel ist einfach damit, mit diesem Video halt meine 20.000 Klicks zu machen mit einem einzigen Video. Weil wir haben ja 13.000 noch was schon mal geschafft, aber so ein neuer Rekord wäre halt echt nice. Also wer mich da unterstützen will, gerne das Video wirklich komplett gucken, weil denkt dran, der Skin bezahlt sich auch nicht von alleine und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, jetzt habe ich nur gesehen, andere haben dann noch Skins bekommen, beziehungsweise verschiedene Outfits, aber ich leider nicht. Könnte auch eventuell daran liegen, dass mein Spind natürlich auch nicht wirklich so voll ist, dass da irgendwas Neues dazu kommt. Weil ich habe zum Beispiel zufälligerweise gerade beim Standard-Skill gesehen, wo er den Patch runtergeladen hat und hat sich eingeloggt. Er hat halt so ein, ich weiß gar nicht, was für ein Skin das war. So einen ganz seltsamen Skin bekommen. Ich weiß halt nur nicht, warum er ihn bekommen haben und andere nicht. Ich weiß halt auch nicht genau, von was das abhängig ist. Welchen Skin man da haben musste oder auch nicht. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas genaueres wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, dann wissen die anderen da auch Bescheid, weil ich habe da persönlich jetzt nichts zu gefunden, weil es werden irgendwie immer wieder neue Stile eingefügt, die dann die Leute schon direkt bekommen, sobald ein neuer Patch da ist. Aber wir, in Anführungszeichen, die den Skin noch nicht hatten, bekommen diese Skin-Art quasi, also den Stil, erst dann, wenn er wieder im Itemshop drin ist. Dasselbe war ja auch zum Beispiel, bei welchem Skin war das? Hier bei dem Skin war das. Den hatte ich ja direkt schon auf Polar, bevor der überhaupt noch mal im Shop kam, dann das letzte Mal. Also da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben, bis die neuen Skins oder Stile dann reinkommen. Und wie gesagt, es dauert halt ein bisschen. Bei jedem hat das, glaube ich, wirklich 3, 4 Wochen gedauert, bis alle den quasi nochmal kaufen konnten. Bis der wirklich dann im Itemshop war. Also wenn ihr da ein bisschen Geduld haben, dann müsst ihr da einfach ein bisschen warten. Ich weiß, ist so ein bisschen nervig. Aber wir gucken auch nochmal gerade, ob im Shop sich eventuell was geändert hat. Aber warte mal. Ne, das waren immer noch dieselben wie heute Morgen. Ich bin nämlich jetzt selber so am Gucken, ob sich irgendwas geändert hat. Aber irgendwie, außer halt jetzt die neuen Herausforderungen, kam da halt nicht wirklich was.
Ach, das sind sogar zwei Herausforderungen. Oha. Junge, wann soll ich denn heute mal ins Bett kommen? Ja, das war's ja mal dann komplett. Herr Heidewitzka, das wird ja ein langer Tag für mich. Aber ihr wisst ja, ich setze mich dran und mache wirklich alle. Warte, wie viel sind es? 10? 20 Aufgaben. Ich würde sagen, ich habe so einiges vor heute. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator Code eintragen. Ist natürlich eher alles freiwillig, aber ich trage es einfach nur nochmal. Immer noch YT-FamilyHack, weil einige haben ihn halt nicht mehr drin. Ich kann das Ganze ja sehen. Ich kann zwar nicht sehen, wer ihn eingetragen hat, aber wie viele. Und die Zahl ist so leicht am sinken. Also guckt mal bitte nach, ob der Code noch drin steht. Auch wenn ihr nichts kauft, guckt einfach mal nach. Eventuell kauft ihr nämlich dann doch wieder was und habt dann vergessen, einen Creator einzutragen. Also guckt halt, wen ihr da eintragt. Hauptsache, es steht überhaupt einer da, damit die Leute halt irgendwie Support da bekommen in der Richtung. Muss ja nicht unbedingt ich sein, würde mich natürlich freuen, aber ist natürlich auch keine Pflicht. So, das war halt der Battle Royale Modus. Gucken wir doch einfach mal, was ist in genau Rette die Welt los. Und wie gesagt, vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu gehen. Ein Klick da lassen auf Ehrenbasis. Kostet euch nichts, ihr supportet mich und so habe ich natürlich auch die Möglichkeit, an euch noch einen Skin rauszuhauen. Ich denke mal, das ist eigentlich recht fair und wir werden das natürlich jetzt nicht in 3 Tagen hinkriegen, aber ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall hinbekommen. So, jetzt gucken wir einfach mal, was in Rette die Welt so passiert. Und hier passiert. Was passiert hier? Hallo? Der ist schon die ganze Zeit drin, der ist drin. Okay, kommt noch was? Aha. Wir bekommen ein Geschenk. Oh. Ah, danke, dass du mit der Super Deluxe Edition der limitierten oder der ultimativen Edition von Rettet die Welt als Gründer dabei bist. Aber natürlich, das mache ich auch super gerne. Aber ich kann halt wirklich nur sagen, ich bereue es wirklich nicht, da in Anführungszeichen so viel Geld auszugeben. Ja, wo ist jetzt mein Lama? Ah, da. Dann gucken wir einfach mal, was da drin ist. Bitte, bitte, vernünftige Überlebende. Überlebende, Überlebende, Überlebende. Das ist schon mal gut. Haben wir noch ein Lama? Ja, Überlebende. Ja, nochmal ein Überlebender. Nein, keine Verteidiger, ich brauche Überlebende. Schmeckt. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Überlebende? Puh, ist eigentlich egal. Auch jetzt nicht noch mal eine Auswahl. Eieieiei. Nehmen wir einfach die. Ja. Und. Och nö. Och nö. Wer braucht denn so Sachen? Das war sie wieder an der Stelle komplett. So, dann gucken wir auch direkt nach dem Winterlame. Und schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr bekommen aus den Lamas? Also betrifft natürlich jetzt nur die, die auch Rette die Welt haben, ist klar. So, gucken, was wir hier noch drin haben. Aber dürfte nichts Besonderes sein. Ich meine, gezogen haben wir eh schon alles. Zack. Zack. Ja, Überlebender wäre. Ich glaube, die Waffe habe ich glaube schon inzwischen viermal, fünfmal gezogen. So, im Shop hat sich eigentlich auch noch nichts getan. Ne, ist nämlich morgen erst soweit. Also ihr seht ja, in 7,5 Stunden ist es soweit. Da bekommen wir halt hier auch hier neue Sachen. Bin einfach mal gespannt, was dann Neues ins Spiel reinkommt. Die habe ich mir ja auch gekauft. Ich kann halt einfach nicht die Finger davon weglassen. Ich habe halt irgendwie mal Angst. Nee, kauft das besser. Nicht, dass irgendwie der Skin oder der Held dann doch irgendwie selten wird und dann toll, jetzt habe ich ihn nicht. So, gehen wir gerade mal auf die Skizzen ab zur Sammlung, gucken, ob wir hier genau, ob wir hier noch was bekommen. Wen nehmen wir denn hier? Puh, nehmen wir einfach den Decker. Ist eh egal. Puh, ich glaube, den habe ich noch nie gesehen. So, dann gucken wir mal, was wir hier alles zurückschicken können. Ihr seht ja, ich benutze die ganzen Sachen überhaupt nicht mehr. Bin inzwischen wirklich so weit, dass ich sage, nee, ich nehme einfach nur die legendären Sachen mit. Aber für die, die noch ein bisschen kleiner sind,
Holt euch auf jeden Fall was mit, was ihr gebrauchen könnt. So, das war das. Dann gucken wir gerade mal noch mal, was die Überlebenden machen, verwalten. Da sind natürlich jetzt auch ein paar mehr hinzugekommen. Und ihr habt schon bestimmt gemerkt, ja, ich habe ein paar weggeschmissen, in Anführungszeichen. So, die kommen weg. Die machen wir auch mal weg. Sache, mein Hauptteam ist ja am Stehen. Also, ein paar haben mich immer noch gefragt, wie level ich am schnellsten. Da kann ich euch ganz einfach nur sagen, guckt, dass hier diese Zeichen da sind. Mal von die Bonis auch noch ein bisschen drauf achten. Also einmal, dass das Zeichen zum Anführer passt und dann könnt ihr noch hier, seht ihr die anderen Symbole, dass die halt ein bisschen zusammenpassen. Und dann bekommt ihr halt auch einfach mehr Blitzlevel. Deshalb bin ich halt auch schon Level 94. So, dann würde ich sagen, was das halt mit dem Patch. Bis jetzt kann ich außer die neue Waffe. Ist in meinen Augen nicht viel reingekommen. Es wurden ein paar Fehlermeldungen, ach, ein paar Fehler behoben. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Der Patch hat halt mehr, die Erwartungen waren größer als jetzt das, was wirklich da ist. Aber wir haben wieder reichlich Aufgaben. Das ist natürlich schon mal auf jeden Fall positiv. Aber die nächsten kommen auch erst wieder in 2 Wochen, wenn ich mich jetzt eben nicht verguckt habe. Aber so haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Zeit. Und dann würde ich sagen, setze ich mich auch direkt dran. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo raushauen. Und denkt dran, ein Klick unten in der Videobeschreibung und schon seid ihr bei der Skinverlosung dabei. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.